Hallo ihr Lieben, heute gibt es eine etwas umfangreichere Hörbuchrezension. Und zwar habe ich momentan nicht so viel Lust zum Lesen. Ich weiß auch nicht, ich quäle mich momentan noch an meinem Schulbuch rum und komme nicht so ganz vorwärts und habe da irgendwie gerade nicht so viel Muße zu und bin deswegen ein bisschen auf Hörbücher umgestiegen zurzeit und habe auch schon welche, die ich ein bisschen, wo es schon ein bisschen länger her ist, dass ich die gehört habe, habe ich heute mal mit reingenommen in das Video. Und möchte heute eine Hörbuchrezension machen. Genau, und dann würde ich sagen, wir fangen auch einfach mal an. Und zwar ist das erste Hörbuch von, was ich euch jetzt vorstellen möchte, Silber, das erste Buch der Träume von Kerstin Gier. Ich glaube, das kennt es jedem eigentlich ein Begriff, weil das war ja auch so ziemlich, ich weiß nicht, ein Bestseller, aber es wurde sehr oft von vielen Sachen empfohlen, egal ob als Buch oder Hörbuch jetzt. Und ich habe mir daher sehr viel von dem Hörbuch erhofft, weil ich habe mir das im Urlaub gekauft, weil ich nichts mehr mit hatte und Beschäftigung brauchte. Und alle Welt fand das so toll. Und ich weiß auch nicht, es geht eben um ein Mädchen, die träumt. Und kann sich im Traum mit ein paar Jungs aus ihrer Schule wie vernetzen, sage ich mal. Also die treffen sich dann. Und ich weiß gar nicht mehr, irgendwie war das so, dass das, was sie träumen, das geschieht auch in Wirklichkeit. Oder so. Also zumindest gibt es da so einen Teil, der da auch in echt passiert. Und ach, frag mich nicht. Ich fand es gar nicht so verwirrend, wie es jetzt rüberkommt. Also wenn man das hört, ist eigentlich alles recht klar. Man kommt gut durch. Ich finde diese Grundidee vom Buch sehr, sehr gut und nett und schön durchdacht und hat mir eigentlich, es ist halt so kreativ und ich fand das ganz toll. Aber was mich halt wirklich gestört hat, war, dass es so sehr kindlich geschrieben war und so erzählt war und dass man sich manchmal einfach so gedacht hat, oh, das ist so dumm, das ist so dumm jetzt. Du weißt es doch und es ist auch so klar. Und da hat es mich ein bisschen geärgert. Und ich gucke gerade, also es sind 8 CDs und es ist eine Gesamtlaufzeit von 9 Stunden und 35 Minuten. Ich weiß nicht, ich glaube, ich würde, ich weiß nicht, wie viele Sterne würde ich geben. Von der Idee her 3, gute 3. Und was mich halt ein bisschen stört, ist eben dieses Kindliche, was das mich ein bisschen nervt. Ich denke, es sind 3. Es sind vielleicht schlechte, naja, also nicht so besonders tolle, gute 3, wo ich bei anderen Sachen sagen würde, okay, das sind jetzt super gute 3 Sterne. Aber für 2, ich finde 2 Sterne immer so hart. Also ich finde immer, wenn man 2 Sterne vergibt, das ist so schlecht. Demnächst gibt es nämlich noch ein Film-Rezi. Und ich habe jetzt nämlich in letzter Zeit halt eben, weil ich das nicht so viel gelesen habe, ein paar Hörbücher gehört und Filme geschaut. Und da gibt es 2 Filme, wo ich echt 2 Sterne geben werde, weil die mir gar nicht gefallen haben. Aber das seht ihr dann. Davon will ich jetzt gar nicht erzählen. Also dieses Hörbuch kriegt 3 Sterne. Und ich bin auch selber total unsicher, ob ich mir jetzt den zweiten Teil noch holen soll, egal ob als Hörbuch oder als Buch, weil ich eben nicht so besonders überzeugt bin vom ersten. Und deshalb weiß ich jetzt nicht, ob ich mir das holen soll. Schreibt mehr Kommis. Ich bin ganz gespannt auf eure Meinungen zu den Büchern. Vielleicht habt ihr es ja auch schon gelesen, den zweiten Teil. Und könnt mir sagen, ob das noch sich ein bisschen ändert oder spannender wird oder ob ich das unbedingt noch lesen muss. Genau, da freue ich mich schon drauf. Dann kommen wir mal zum nächsten. Und das ist ein bisschen ein Brocken. Und das ist nämlich der Mitternachtszirkus. Willkommen in der Welt der Vampire. Ja. Ich bin ja gar nicht so dieser Twilight-Fan mit Vampiren und allem Möglichen. Aber ihr seht gerade die Lampe hier, ja. Es ist nämlich schon total dunkel draußen und deswegen muss ich jetzt hier so ein bisschen notbeleuchten. Das ist ein richtig großer Klopper. Und das hat mir total gut gefallen. Das ist schon eine ganze Weile her, dass ich das gehört habe. Und ich war total begeistert, wirklich. Das sind 15 CDs, Gesamtlaufzeit 1046 Minuten. Weil ich total schlecht im Rechnen bin, müsst ihr euch das leider selbst ausrechnen, weil ich das jetzt nicht umrechnen kann. Also auf jeden Fall lang. Und da gibt es auch einen Film zu, das ist hier vorne auf dem Cover. Achso, das ist übrigens von Jens Wawrzeck. Gott. Von Jens Wawrzeck. Es tut mir total leid, wenn ich das falsch ausspreche. Oh Gott, ich sehe gerade so aus wie in einem Halloween-Film. So. Nein.
Es tut mir total leid, wenn ich das falsch ausspreche, aber ich kann das nicht aussprechen. Genau. Ich finde, ich habe den Film nicht gesehen, auch wenn das hier vorne drauf ist, weil ich finde, wenn man ein Hörbuch gehört hat oder ein Buch gelesen hat, ist es sehr schwer, dazu den Film zu sehen. Und meistens wird man enttäuscht. Also ich habe zum Beispiel Herr der Diebe, als ich klein war, ja, wie klein war ich? Ich war klein. Habe ich nämlich Herr der Diebe gehört und das war ganz toll. Und da hat man sich so was super Tolles vorgestellt und es war so eine Traumwelt. Und also das Hörbuch ist richtig gut. Das müsst ihr auf jeden Fall mal hören. Das kann ich nur empfehlen, auch für Kinder. Es ist ganz, 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 ganz toll. Herr der Diebe war damals richtig super. Und dann kam mir der Film und ich dachte so, ja, der Film. Und dann war der Film richtig enttäuschend, weil diese Traumwelt gar nicht so umsetzen konnten, wie man sich das alles toll vorgestellt hat. Und das war dann echt enttäuschend. Und deswegen bin ich davon so ein bisschen abgeneigt, wenn man was gelesen oder gehört hat, das dann auch als Film zu gucken. Auch Krabat. Krabat habe ich gelesen, freiwillig sogar. Es gibt immer viele Leute, die mussten das für die Schule lesen. Und ich fand Krabat sehr gut, hat mir echt super gefallen. Habe ich bis heute den Film noch nicht geguckt. Ich habe mal die ersten 2 Minuten gesehen, habe dann aber umgeschalten, weil ich mir das nicht verderben wollte, weil ich Krabat ganz schön fand. Zurück zum Mitternachtszirkus. Ich fand ihn sehr, sehr schön und wollte dann unbedingt, nachdem ich den ersten Teil durch hatte, auch die weitere. Also ich habe ihn recherchiert im Internet und es gibt halt noch weitere Teile, aber die gibt es eben alle nicht als Hörbuch. Und deshalb habe ich sie mir dann als Bücher geholt. Davon gibt es 4 Teile. Darren Shan, oh Gott, das ist falsch. Darren Shan und der Mitternachtszirkus, die dunklen Geheimnisse der Vampire ist der zweite Teil. Dann kommt Darren Shan und der Mitternachtszirkus 3, das Blut der Vampire. Oh Gott, ich halte das mal so ganz blöd. Und als vierter Teil kommt dann Darren Shan, Mitternachtszirkus und das Schicksal der Vampire. Ich finde halt an dieser Reihe besonders gut, dass die Charaktere einem mit der Zeit richtig ans Herz wachsen. Und ich kann nur verraten, dass im letzten Teil jemand stirbt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt verraten werde. Nein, aber es stirbt jemand, der dem Darren Shan, um den es halt geht, sehr, sehr nahe steht. Und da habe ich so geheult. Also ich bin sowieso jemand, der ist total nah am Wasser gebaut und muss da bei jedem bisschen mal gleich losheulen. Und da, das ist schon eine ganze, das ist auch schon wieder eine ganze Weile her. Das ist schon fast eins meiner Jugendbücher, als ich halt noch kleiner war. Und ich finde es aber. Also das hat mich so berührt und mitgenommen. Und ich, wie gesagt, ich bin gar nicht so dieser Vampir-Fan und so, aber das ist auch eben so eine ganz andere Schiene. Das ist nicht dieses, die greifen Menschen an und sondern das ist halt ganz toll gemacht. Also das kann ich auch nur empfehlen. Man muss sich bei dem Hörbuch, weil es ja eigentlich um die Hörbücher geht, so ein bisschen an diese Stimme gewöhnen von dem Leser. Genau. Quatsch. Oh, es tut mir leid, das ist nur gelesen von dem. Das ist gar nicht von dem geschrieben. Von wem ist denn das geschrieben? Also das ist gelesen von Jens Wawrecki oder wie auch immer man das sagt. Es tut mir immer noch leid. Von wem ist das geschrieben? Ach so. Von Gerald Jung und Katharina Orgas. Genau. So. Auf jeden Fall zu empfehlen. Ganz, ganz, ganz toll. So, dann kommen wir mal zum nächsten. Und zwar ist das Jack Perdu. Perdu, Perdu. Perdu oder Perdu? Ich weiß es nicht. Es ist sehr gut ausgesprochen in dem Dings, in dem Hörbuch. Es geht hierbei um. Ach, ich habe das gar nicht. Ist egal. Es geht hierbei um einen Jungen und der ist 14. Der heißt Jack und der ist ein bisschen anders als andere Jungen. Der ist so ein bisschen Außenseiter und interessiert sich sehr für Latein und liest dann auch mal lateinische Bücher und übersetzt sie dann. Also ist ein sehr wissender Mensch. Und dann, ich weiß gar nicht, wie passiert. Also seine Mutter ist verstorben auf irgendeine Weise und sein Vater spricht nicht richtig über die. Und dann ist er irgendwann in einer anderen Stadt alleine. Und trifft dann da Euri, das ist ein Mädchen,
Und die nimmt ihn dann mit und das stellt sich eben raus, dass sie ein Geist ist und also dass sie tot ist. Und sie nimmt ihn mit in das Totenreich, was ja verboten ist. Weil er möchte seine Mutter finden und dann begeben die zwei sich auf eine abenteuerliche Suche nach seiner Mutter. Wie man hier sehen kann, fliegen die da so ein bisschen rum. Und ist eine sehr, sehr schöne Geschichte. Das sind 4 CDs, die dauern 255 Minuten. Ja, ich finde, finde das sehr, sehr schön. Ist von Catherine Marsh. Und kann ich nur empfehlen. Ich finde es sowohl für Kinder als auch für ältere, also so alt wie ich und älter Menschen gut. Ich finde, also als Kind fand ich es immer ein bisschen gruselig, aber es ist sehr, sehr kinderfreundlich gelesen und das kann ich euch nur empfehlen, weil ich das sehr schön fand. Und ich finde, diese 255 Minuten ist dann auch nicht allzu lang, sodass man das, wenn man mal eine Reise hat, also wir haben ja mit der Familie immer viel auf Autofahrten, wenn wir in Urlaub gefahren sind oder so gehört, dann kann man das mal gut so einwerfen und dann ist es auch, finde ich, schnell erledigt und verkürzt die Fahrt eben. So, viel dazu. Dann kommen wir auch schon fast zum letzten und zwar die Känguru-Chroniken. Ich halte das immer auf die falsche Seite. Ich bin heute so verpeilt. Das ist der erste Teil der Känguru-Chroniken. Und zwar ist der von Mark-Uwe Kling, nicht King, ich sage immer King, das ist Kling. Und das besteht aus 4 CDs, das dauert insgesamt 291 Minuten. Und ich kann euch nur sagen, ich kann das nur empfehlen. Ich war hin und weg. Es geht um einen kleinen Künstler, bei dem auf einmal ein kommunistisches Känguru vor der Haustüre steht und dann kurzerhand bei ihm einzieht. Und dieser Mark-Uwe erzählt, weil er Kleinkünstler ist, er schreibt dann halt immer alles auf. Und er erzählt eben von seinen täglichen Abenteuern mit diesem kommunistischen Känguru, das eben so seine Eigenarten hat. Und mit dem erlebt er dann viele lustige Geschichten. Und man muss so ein bisschen, sag ich mal, so diese Grundzüge von Kommunismus und so kennen, aber das sollte ja nicht so das Problem sein. Ich meine, ich kenne da auch nicht mich so super aus, aber so dieses Grundlegende sollte man halt schon kennen. Und dann ist das echt zum Brüllen. Ich fand es so toll. Und mir hat auch super dieser Schreib- bzw. Lesestil, also es ist halt, er hat ja so geschrieben, dieser Schreibstil von dem Mark-Uwe hat mir richtig gut gefallen, weil das eben so gebildet klingt. Und ich weiß auch nicht, da hat man so das Gefühl, das ist ein höheres Niveau. Und ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kann ich das nur jedem empfehlen, weil ich das, schon wieder die falsche Seite, weil ich das einfach richtig toll finde und ja, das ist mein absolutes Lieblingshörbuch, glaube ich sogar. Davon gibt es auch noch einen zweiten und einen dritten Teil, wobei ich euch jetzt leider gerade gar nicht sagen kann, was der zweite und was der dritte ist. Ich glaube, die Offenbarung ist der zweite Teil. Ja, so. Der besteht aus 6 CDs, dauert 460 Minuten und das Känguru-Manifest ist dann der dritte Teil. Ich halte mich einfach mal zu. Besteht aus 4 CDs und dauert 315 Minuten. Genau, beim. Ich weiß es nicht. Ich bin mir unsicher. Vielleicht ist auch das Manifest der zweite Teil. Auf jeden Fall kommt dann, nee, ich glaube, das Manifest, der dritte Teil und die Offenbarung, die Känguru-Offenbarung, das ist der zweite Teil. Und auf jeden Fall kommt dann noch der Antagonist vom Känguru hinzu. Und zwar ist das der kommunistische Pinguin, nicht Kommunist, kommunistisch ist ja das Känguru. Aber was ist der? Der ist kapitalistisch, das kapitalistische Pinguin, der kapitalistische Pinguin. Genau, der kommt da noch dazu. Ich glaube, den hört man im ersten Teil, also in der Offenbarung, überhaupt nicht sprechen. Und erst im dritten Teil, im Känguru-Manifest, spricht dieser Pinguin überhaupt. Ich möchte nicht sagen, dass die zwei weiteren Teile schlechter sind. Allerdings muss ich einfach sagen, dass der erste Teil mehr abholt. Weil ich glaube, es liegt auch daran, dass es eben im ersten Teil etwas komplett Neues ist. Ich habe sowas vorher noch nie gehört oder gelesen in irgendeiner Art und Weise. Und auch diese Art von dem Mark-Uwe zu reden bzw. zu schreiben,
ist was ganz Besonderes und ich glaube einfach, dass dieser Überraschungseffekt und dieses, weiß ich nicht, wie ich das jetzt ausdrücken soll, aber ich glaube, das ist in, ich glaube, das ist im ersten Teil alles am besten gelungen und ja, deshalb würde ich eben auf jeden Fall den ersten Teil empfehlen mit 5 Sternen und die anderen zwei bekommen von mir 4 Sterne, weil die auch sehr, sehr gut sind. Aber ich weiß nicht, man hat sich vielleicht schon dran gewöhnt oder, also da sind auch ein paar lustige Geschichten dabei, aber der erste ist einfach unschlagbar gut. Dann kommen wir noch zu einem, ich bin mir nicht sicher, habe ich das jetzt schon gehabt, und zwar Der dunkle Wächter. Von, es liest Rufus Beck, ich weiß nicht, ob er es auch geschrieben hat. Nein, geschrieben hat es Carlos Ruiz Zafón. Genau, hier. Das ist Der dunkle Wächter. Es geht darum, dass eine Familie verbringt einen Sommer am Meer und da gibt es einen mysteriösen Spielzeugfabrikanten und der lebt eben in so einem riesigen, in so einer riesigen Villa und die, also die Mutter der Familie, also den Vater gibt es nicht, der arbeitet, die arbeitet dann für ihn und irgendwie tun sich dann ganz finstere Abgründe auf und dunkle Schatten jagen durchs Haus und durch den Leuchtturm und es geht eben um Irene, das ist die Tochter von der, also Tochter der Familie, ja. Und die findet da einen Freund, Ismael. Und gemeinsam wollen die eben diesem Geheimnis auf die Spur kommen. Und ich habe das vor Jahren schon mal gehört und war richtig begeistert und konnte mich dann noch daran erinnern. Und habe letztens wieder angefangen und war negativ überrascht. Also ich fand, an das, was ich mich erinnern konnte, das war viel besser. Und das jetzt ist so... Ich weiß auch nicht, das dauert so lange, bis sie zu irgendeinem Punkt kommen und es ist so viel drumherum geschwafel und das hat mich ein bisschen genervt. Deswegen weiß ich nicht, ob ich das empfehlen kann. Es ist nicht, es ist so eine, ich würde es zu Fantasy einordnen, beziehungsweise Jugendbüchern, weil es ist viel ausgedacht. Das ist von der Geschichte her, finde ich, sehr gut. Ich weiß halt nur nicht, ob mir dieser Schreibstil so gefällt, weil das eben immer so drum rumgelabert ist. Und vielleicht hat mich das, als ich kleiner war, nicht so gestört, weil ich da noch nicht so kritisch drauf geguckt habe und dann eher so halt wirklich nur zugehört und dann die ganze Geschichte so aufgenommen habe. Aber jetzt hat mich das so ein bisschen gestört, dass der nie auf den Punkt gekommen ist. Und deswegen, wer das ausprobieren möchte, gerne. Und ja, müsst ihr selber entscheiden. Genau. Momentan, da bin ich aber noch nicht durch, bin ich am Rosie-Projekt. Das ist von Robert Sand Stadtlober. Stadtlober. Es tut mir leid, dass ich heute keine Namen aussprechen kann. Es geht um einen... Quatsch, Robert Stadtlober liest das. Ich komme hier immer durcheinander. Ich bin gerade ganz blöd. Es ist von... hier oben. Lest es selbst. Ich kann es nicht aussprechen. Ich kann es einfach nicht aussprechen. Ich habe schon wieder einen Teppich verschluckt oder einen Ball oder wer weiß, ein Buch. Vielleicht habe ich ein Buch verschlungen. Und deswegen kommt jetzt nur Wortmix raus. Auf jeden Fall geht es um einen Professor, der meiner Meinung nach das Asperger-Syndrom hat. Denn ganz am Anfang hält er einen Vortrag darüber. Für einen Freund springt er ein und hält einen Vortrag über das Asperger-Syndrom. Und eigentlich trifft das alles genau auf ihn zu. Und deswegen bin ich ja der festen Meinung, dass er das hat. Aber ich bin ja noch nicht durch, sodass er selber noch nicht auf die Erkenntnis gekommen ist. Und auf jeden Fall, der sucht eine Frau fürs Leben. Und weil er ja Professor ist und der ist so ein bisschen verstockt und kann so Gefühle nicht so ganz wahrnehmen. Und deswegen hat er halt so Kriterien aufgestellt, wie seine perfekte Frau fürs Leben sein muss. Und hat dann einen Fragebogen erstellt. Und diesen Fragebogen müssen dann eben alle Frauen ausfüllen. Und nur die eben die Anforderungen entsprechen, mit denen hat er dann ein Date. Und versucht halt eben, da eine Frau zu finden. Aber dann trifft er
trifft er Rosie und Rosie passt da so überhaupt nicht rein, weil sie raucht und sie arbeitet in einer Bar und also sie macht ganz viele Sachen, sie sind, aber er lernt sie dann so kennen und stellt dann eben fest, dass sie doch ganz lieb ist und ich stelle gerade fest, meine Kamera macht Mist. Und irgendwie entwickelt er dann doch Gefühle für sie. Und ich bin ja noch nicht durch und somit kann ich euch das noch nicht ganz sagen. Ich bin jetzt gerade mit CD3 durch und es gibt 5 CDs, sodass ich noch mitten in der Geschichte bin. Aber bisher gefällt es mir sehr gut und ich würde es auch immer weiterempfehlen. Die Gesamtlaufzeit sind 6 Stunden und 24 Minuten. 5 CDs, wie ich gerade gesagt habe. Und ich wollte euch zum Abschluss noch zeigen, mit was ich diese Dinger höre, weil ich meine Anlage momentan nicht funktioniert. Und ich habe so einen ganz, ganz altmodischen Walkman, wo man dann so die CDs da reinlegen kann und dann halt mit Kopfhörern das hört. Und mich wird die Jugend von heute ganz komisch angucken, weil die überhaupt keinen Plan mehr hat, was das sein soll, weil die kennen nur noch Handy und MP3-Player. Und ich weiß, dass das total altmodisch ist, aber ich liebe dieses Ding. Ich finde das einfach so toll, dass ich mir einfach CDs kaufen kann und auch unterwegs dann diese CDs hören kann, wenn ich gerade nicht im Auto sitze oder eben ein Radio zur Hand habe oder so. Also ich finde das richtig toll und ich würde das auch nicht hergeben. Ich bin ein bisschen traurig, weil es schon anfängt zu spinnen und sich manchmal aufzuhängen. Aber ich hoffe, dass es noch einige Zeit durchhält für mich und ich damit noch lange Zeit glücklich sein werde. In diesem Sinne würde ich sagen, für heute reicht das und ich hoffe, euch hat meine Rezi gefallen. Ja, und wir sehen uns dann bald wieder. Tschüss! Hallo ihr Lieben, ich habe letzte Nacht noch das Rosie-Projekt durchgehört und es kriegt von mir volle 5 Sterne. Vor allem der zweite Teil war total witzig und es hat mich super unterhalten. Ich konnte nicht aufhören zu hören. Es hat mir keine Ruhe gelassen und weil ich dann gestern Nacht auch nicht so gut schlafen konnte, habe ich das dann auch komplett durchgehört und ich muss sagen, es ist einfach nur super. Ich kann es einfach nur empfehlen und ja, das wollte ich nochmal schnell als Ergänzung vom gestrigen Video machen, weil ich das ja schon angekündigt habe, dass ich da noch mittendrin bin. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Ich hatte euch die Geschichte ja erzählt. Es ist bis zum Schluss nicht rausgekommen, ob er dieses Asperger-Syndrom hat. Aber es war dann so, dass er mit dieser Rosie, für die er dann angefangen hat, Gefühle zu entwickeln, sich dessen auch selbst bewusst geworden und hat dann sehr viel Zeit mit ihr verbracht und hat dann versucht, sich für sie zu ändern, damit er mit der Gesellschaft ein bisschen besser klarkommt. Und ich muss sagen, es waren so süße, witzige, so tapsige Sachen dabei. Und das war einfach nur herzerwärmend. Und ich musste echt die ganze Zeit lächeln und lachen. Und das ist echt super schön. Und ich kann es nur jedem empfehlen. Okay, das war es dann eigentlich auch schon. Und wir sehen uns ja hoffentlich bald wieder.